Schneider! Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Scheiße! Die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC? Wovon redest du? Ich hacke ihre Geheimnisse. Ich habe sie bei der Unfalluntersuchung entdeckt. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Das heißt, ob alles. Wie lange denn noch? Kapiert, Gwent? Geht denn davon? Das hat ja sehr viel gebracht. Waffe. 52%! Okay. Na, also, jetzt läuft's noch. Ich muss mal irgendwo hoch hier. Sind viele Feinde heute. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen mich beim Reinhacken bemerkt haben. Du musst sie aufhalten. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. Nächsten. Wie lange noch? Das nervt langsam echt. 80%, fast fertig. Okay. Noch ein unsichtbares Monster. Augen auf! Monster allein reicht nicht. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Shit. Fertig! 100%, Baby! Endlich! Die Feinde sind immer noch da! Stimmt! Lass sie nicht an die Daten! Viel Glück! Danke! Ich mach es für dich kalt! Und ich sag dir, warte gefährlichst, bis ich wiederkomme! Oh-oh! Oh-oh! Keine Munition mehr! Mehr. Kann auch so nicht enden. Oh oh. Keine Munition nirgendwo mehr. Ich tue irgendwo Munition noch rum. Das Messer. Shit. Sind am Ende. Ist
du noch dran? Was dauert denn da so lange? Ich sterbe gerade. What the fuck? Das war noch der eine Gegner. Das hatten wir schon. Ich hasse mein Leben. Gut, Energie, starte die Analyse. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst. Ich hatte Granaten. Oh Gott, ich bin dumm. Ich bin so dumm. In ein paar Minuten schaffen. Oh, ich bin so dumm. Ich hasse mich. Ich hasse mich selbst. Ich hatte Granaten. Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Scheiße. Die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC macht meinen Unterlauf nicht. Die FBC? Wovon redest du? Ich kenne ihre geheimen Server. Ich habe sie bei der Unfalluntersuchung entdeckt. Das ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschaff mir Zeit, um alles zu machen. Okay, na also, jetzt läuft's doch. Shit. Sind viele Feinde heute. Danke für den Hinweis, du Schlaumeier. Sie müssen sich beim Feinhecken bemerkt haben. Du musst sie aufhalten. Okay, aber dafür schuldest du mir richtig was. Hau darauf zu. Wie lange noch? Das nervt langsam echt. Zoom!
ich am Sterben. Das ist doch nicht wahr. Raketenwerfer. Scheißdreck. 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 Das hätten wir fast. Das erste Mal war Idiotie, das zweite Mal war hier Scheißskill. Gut, Energie. Starte die Analyse. Lieber hin. Gut, zum Schluss auf. Hast du schon was? Nein, ich muss zuerst durch die Verschlüsselungen kommen. Man. Das sollte der MB-28 in ein paar Minuten schaffen. Habe ich so wenig Bock hier drauf. Das wird später gemacht. Ryder! Bin schon dran. Überlass die Typen mir. Munitionsknappheit ist halt echt extrem. Scheiße. Ich wollte auch reden. Scheiße, die verfolgen uns bestimmt schon die ganze Zeit. Die FBC mag meinen unerlaubten Zugriff nicht. Die FBC? Wovon redest du? Server, ich habe sie bei der Unfalluntersuchung entdeckt. Der Angriff ist der Beweis. Das ist die Wahrheit. Verschafft mir Zeit, um alles zu verstehen. Leck mich. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Jetzt haben wir uns die unsichtbaren Zucken nicht lieber. Das hat schief nun. Jetzt sterbt schon. Ich hasse mein Leben. Fertig! 100% Baby! Endlich! Aber die Feinde sind immer noch da. Stimmt! Ja, leck mich mit den Feinden. Danke. Ich mach's da oben ist noch eine Munition. Und
Und ich sag dir, warte gefälligst, bis ich wiederkomme. Pistole. Ich bin jetzt die Übersicht, wer hochkommt. Können wir einen Blick auf die Daten werfen? Bereit? Immer mit der Ruhe. Ich bin sofort da. Das war ein Level. Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Weltraum steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Ah, hier ist Fogball. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien. Ich weiß über alles Bescheid. Weltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver. Von Ihnen inszeniert. Das sagst du. Eine Weltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, dann hast du es ja durchschaut. Schön, dass ihr nicht so dumm seid, wie ihr tut. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte sie interessieren. Dann zeig mal her. Schön, dass ja, so dumm ist, ihm das zu sagen. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Ach was. Hey, Wind! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Warte, Kumpel, hab's klar. Quint, Keith! Zwei Tode. Okay. Bisher bei Resident Evil Revelations. Wir nähern uns der Queen Zenobia. Treffpunkt in der Schiffshalle. Alles über die Queen Zenobia und die Geheimnisse, die sie bewahrt. Geheimnisse? Jessica, warum hast du auf ihn geschossen? Raymond? Aber wieso? Warum spielst du auf der Seite von Weltraum? Was meinen Sie? Finde die Wahrheit über Terra Grigia. Also das ist das Geheimnis der Zenobia. Episode 9, kein Ausweg. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Du bist dann schon dran. Okay, da geht's nicht lang. Okay, geht's dann schon mal. Tasten drücken.
glaube, das fand ich so gut. Die Tür ist fest verschlossen. Autsch. Wieder fallen hier. Können wir jetzt da lang? Können wir schon mal. Schließmechanismus. Aha. Und es geht. Wo gehen wir eigentlich hin? Wo ist das? Wir müssen zu dem Ding in der Mitte. Oder nicht? Mit ein bisschen Story. Materialien zur Entwicklung von Malkoda. Die Entwicklung von Codenamen Malkoda war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem T-Abyss-Virus als Teil unserer Forschung bezüglich Wasserbiologies. Zufällig war eines der bestimmten Testobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelte sich dabei um Gyrodactylus salaris, ein kleines monogenetisches Ektoparasiten. Ich kann nicht lesen. Der Biss infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten, die aus der Doppelinfektion resultierenden Mutation. Alter, ich habe heute ja Leseprobleme. Mutationen erlaubten in Konsequenz die Verbesserung der gesamten Biologie-Entwicklung. Ne, ich habe keinen Schlaganfall. Kann sein, so. Ich habe momentan das. Ich habe irgendwie gerade das Lesen verloren. Eine Malakoda-Larve ist nur 1 cm lang. Da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, die den Virus enthält. Der Parasit mutiert im Wirt und wächst rapide. Vielleicht verstärkt der synergetische Effekt vom Tier bis zusammen mit dem Sekret den Metabolismus des Organismus. Ich habe keine Ahnung, was da steht, ist wahrscheinlich auch Blödsinn. Die Größe des Malakoda steigt mit der Größe des Wirts. Zwar müssen klinische Tests durchgeführt werden, doch mit einem Wal als Wirt wäre die Größe des Malakoda theoretisch grenzenlos. Dieser Text überhaupt Sinn ergeben. Oh no. Das Battle Arena. System des Labors sein. Wir liegen mit Munition rum, auch scheiße. Funktioniert es? Wenn wir kämpfen müssen. Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Okay. Ich durchsuche das Labor. Gut. Ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Ah, shit. Ausgerüstet. Thank you.
den Türcode geknackt und öffne sie. Sei vorsichtig. Alles klar, darauf kannst du wetten. Natürlich den Türcode geknackt. Oh no. Das ist ein Rätsel. Wenn die wirklich den Schaden hier auch drauf ziehen werden. Dachte ich mir. Nö, Mann. Okay, hier geht's lang. Na toll. Ist der Weg ein anderer? Okay, hier geht's nicht lang. Unsinnig. Okay, da komme ich nicht hin. Das ist aber eine wichtige Sache. Oh. Ich glaube. Ich muss es halt oben machen. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Eine Heilung. Günstig. Ach Mann. Das ist doch nicht wahr. Zwei Waffen, die gleich funktionieren. Ich muss aber gleich nochmal wechseln, wenn ich bei der Truhe bin. Scheiße. Ja, ja. Nachladen. Natürlich. Noch eine Heilung. Ich bin Bauer. Granaten habe ich auch noch. Ja, das ist zu gut, aber. Schließe ich mir essen muss. Ja, das hier. Sehr sicher, aber schließe mich an, es muss. Nicht hier. Mitarbeiter-ID, okay. Geht für Prüfung verwendet. Übliche Mitarbeiter-ID hier.
Karte. Als, dass die Mitarbeiter eigentlich was für sonst.